Die Karlsruher haben ja einen ganz schönen Lauf, zumindest jetzt die letzte Zeit gehabt und gelten unumstritten als Aufstiegskandidat. Wie kann man die schlagen? Ja, ich glaube, wir können uns nur selber schlagen, wenn wir alles abrufen. Und ja, man merkt auch, Karlsruhe, die haben auch ihre Schwachstellen und die muss man dann nutzen. Wie zum Beispiel? Ja, das Umschaltspiel, denke ich mal. Und ja, das machen wir richtig gut und dass wir dann auf dem Konter spielen oder nach vorne haben wir auch unsere Qualität. Und dann schauen wir mal. Ab Mittwoch Vormittag zum Training war der Blick nach vorne gerichtet. Die Mannschaft hat sensationelles nicht geleistet, sondern gearbeitet auf dem Feld am Dienstagabend. Und das gilt, und das ist meine Botschaft an die Mannschaft und für uns alle, dass wir mit Selbstbewusstsein, mit der berühmten breiten Brust nach Karlsruhe fahren. Die Jungs haben gezeigt, was sie drauf haben, sowohl im taktischen Bereich als auch Fußball spielen. Sie auch zweite Halbzeit, das war eine begeisternde zweite Halbzeit. Wir haben uns Torchancen erspielt und das wollen wir natürlich auch gegen die Spitzenmannschaft Karlsruhe. Ja, ich denke, das wird ein richtiger Fight am morgigen Tag. Wir wissen, sie spielen sehr guten Fußball, aber wir wissen auch, wir müssen uns vor keinem verstecken. Und ich denke, wir werden uns 100% darauf konzentrieren, wir werden fit sein und ja, wir müssen ein sehr gutes Spiel machen. Wenn Karlsruhe aufsteigen will, müssen sie sich ausstrecken und mächtig strecken, damit sie uns besiegen. Wir haben zwar verloren gegen Wolfsburg, aber wir nehmen das Positive mit. Wir haben sehr guten Fußball gespielt, denke ich, auch direkt in der zweiten Halbzeit. Und ja, die Stimmung ist ganz gut. Findest du, dass es für dich persönlich sozusagen besser jetzt geworden ist, sag ich mal, die allgemeine Situation bei Kickers Offenbach, oder? Es kommt drauf an, also kann man so oder so sehen. Alle stehen zur Verfügung, sind heiß, den nächsten Ritt auf sich zu nehmen, wollen in der Liga jetzt punkten, weil wir wissen, mit dem Dreier gegen Saarbrücken ist wieder ein Anfang gemacht worden. Ja, beim Kai ist es natürlich trotzdem, er war lange, lange Zeit verletzt. Ist, glaube ich, jetzt ca. 4 Wochen im Training. Er tut der Mannschaft absolut gut im Training, ist sehr trainingsfleißig. Man sieht seine Qualität, wenn er 100% fit ist, wie er das in der letzten Saison gemacht hat, ist er sehr torgefährlich. Hilft dort auch vorne im Offensivbereich zu 100%. Aber die fehlen noch. Der neue Trainer ist ja jetzt schon ein paar Tage da. Was hat sich verändert im Gegensatz zum Harry van Lent? Ja, hat sich einiges geändert. Das Trainingsprogramm vor allem. Und ja, man merkt auch, es sind zwei verschiedene Menschen. Gehen auch auf die Menschen, auf uns ganz anders ein. Und ja, ist sehr positiv.